Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, ihr wisst, was heute für ein Tag ist. Es ist Montag und falls ihr mir auf Instagram folgt, @flodaflo, Link in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar, dann habt ihr gesehen, dass dort ein Uploadplan gepostet wurde. Jede Woche wird auf Instagram ein Uploadplan gepostet, in den Highlights extra eingefügt, Freunde, dass ihr raufgucken könnt, was an welchem Tag online geht. Ich weiß, ich mache mir extra die Mühe jetzt, Freunde, dass ihr genau seht, was an welchem Tag zu welcher Uhrzeit online geht. Einfach auf Instagram folgen, habt ihr den Uploadplan und dann seht ihr, was von online geht. Ist sehr hilfreich, dann müsst ihr nicht nachfragen und dann seht ihr direkt, ah, das kommt dann. Easy, dachte ich mir auch, Freunde. Gut, heute schauen wir rein. Vorsicht, Rapper von Unsympathisch TV, Leute. Ich muss sagen, die Videos gefallen mir mit am besten in letzter Zeit. Diese Videos von Sascha sind extrem lustig. Falls ihr die letzten verpasst habt, oben im i werde ich euch ein paar verlinken. Wir hören rein, Freunde. Es geht los. Boom! Ich gehe vielleicht heute ins Casino. Oh! Verliebt! Ich hoffe, ihr habt heute... Freunde, spielt kein Casino, ich sag's euch. Spielt kein Casino. Spielt kein Casino. Alle eure Ohren geputzt. Luca hat von euch mal wieder Instagram-Rapper zugesendet bekommen. Das heißt, wir schauen uns mal wieder an, wie die Zukunft... Auch unterstützte Produktplatzierung habe ich jetzt erst gesehen. Da freue ich mich Real Talk drauf. Die Werbespots bei Sascha sind ein... 1 plus mit Sternchen. Rap aussehen wird. Moody, ich muss los. Ich würde sagen, erster Rapper. Bitte nicht. Uwe ist der größte Ehrenmann, falls dem noch nicht folgt. Uwe Baldner, glaube ich. Ehrenmann. Ich würde sagen, erster Rapper. Bitte okay. Nicht schlimm heute. Let's go. Jede will mit mir treffen, ja. Jede will von mich kochen, ja. Jede will mit mir Selfie machen, ja. Jede will mit mir gehen, ja. Jede will mit mir essen, ja. Wenn ich Millionärer werde. Wenn ich Millionärer werde. Wenn ich... Get low when the whistle blow. Warum ist dieser Beat da drunter? Und zweitens, was ist ein Millionärer? Also, was ist ein Millionärer, Bro? Das fragt sich Sascha gerade auch. Was? Frag mich. Ja, die machen es ja auf Joke. Die machen ja auf Joke. Die machen ja auf Joke so. Only Hispalin, let's get her. Only geile Bitches. Boom. Hispalin, let's get her. Wird's mich ficken. Doch ich seh keinen Sinn, weil ich reich bin. Du bist so klein, Bitch. Ja, okay, die machen aus Joke, glaube ich. Die haben auch so Fortnite-Dances gemacht und so. Also, wenn das real ist, dann muss ich dreimal mich um Grab umdrehen. Aber ich glaube, sie wollen auf Joke so witzig sein. Aber war ja auch nicht schlecht, ne? Also direkt Major-Deal-Vertrag. Weil ich reich bin. Mit dem Leben abgeschlossen direkt. Auf den Schock erstmal in die Werbung. Mein RTL! Oh, ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Raid Shadow Legends ist ein episches Dark Fantasy Spiel, welches du mit deinen Freunden spielen kannst. Dieses Spiel ist immer noch kostenlos. Fast 10 Millionen Spieler weltweit. 10 Millionen Spieler weltweit? Haben sich dieses Spiel in nur 6 Monaten runtergeladen. Hey! Ich persönlich finde das Spiel... Kennst du den Clip von Monty, dieses Hey? Das ist echt ein guter Clip. Haben sich dieses Spiel in nur 6 Monaten runtergeladen. Hey! Ich persönlich finde das Spiel so wie den Döner oben in der Süd. 10 von frisch dazu gekommen ist das Faction Wars Feature. Einfach ein Traum. Für die ersten 90 Tage im Spiel gibt es tägliche Login-Belohnungen. Ja! Und jetzt kommt das Beste. Für jeden Champion kannst du Artefakte individuell auswählen und anpassen. Das ist auf jeden Fall ein teures Outfit. Uff, feier ich. Das Outfit feiere ich wirklich. Ich heiße Ingame immer noch oben in der Süd. Ich freue mich an erster Stelle einfach für Stelle, Digga. Wie letztes Mal habe ich... Ich freue mich an erster Stelle einfach für Stelle, Digga. Ich für euch noch ein kleines Gameplay-Material. Hello everyone, this is Mark again for you with the outfit. Mark Gebauer, der Ehrenmann himself, Bruder. Der hat früher tatsächlich eine E-Sport-Sendung moderiert im Fernsehen. Crazy, oder? 75 Euro! 75 Euro! Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und erhalte 100.000 Silber und einen kostenlosen epischen Champion. Ritter des... Freunde, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir lassen jetzt bei meinem Video, ich bei Sascha und ihr bei mir, ein Like da unten, schreibt einen Kommentar für den scheiß YouTube-Algorithmus, damit ich wieder mal ein bisschen gepusht werde, Leute. Das würde mich echt freuen. Jeder, der jetzt einen Kommentar schreibt, ist wirklich ein Ehrenmann. Ist wirklich... Das sag ich jetzt nicht so sehr, ist wirklich ein Ehrenmann. Danke. Das Licht. Und das feiere ich übertrieben. Nein, nochmal! Dieses Paket ist nur 30 Tage verfügbar, das heißt schnell sein. On the road! Zuschlagen und herunterladen. Mein RTL! Ey, wirklich.
Props für die Werbung, Sascha. Er macht wirklich krasse Werbung. Und auch Props an Raid Shadow Legends. Macht das Spiel echt sympathisch, dass Sascha so eine Werbung machen darf. Ich rufe Zucker gegen die Straße, ein paar mit dem Daimler Benz. Ich weiß, dass du eine Phase hast und kriegst wie ein Hase. Das einzige Problem. Die Leute meinen es ja ernst. Das ist das, was mir so leid tut für die. Die haben dann ja anscheinend nicht so einen hohen IQ, leider. Die sind ja ein bisschen verblödet dann, wenn die das ernst meinen. Ich. Was hat er gesagt? Stabil, Bruder, 10 von 10. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich verstehe die nicht. Die rappen. Ich glaube, das ist kein Deutsch, was die sprechen. Berlin, was geht ab? Alle gut drauf. Ich konnte jetzt die Sprache nicht genau identifizieren, die er gesprochen hat. Ich glaube, so sieht es einfach nur aus, Bruder, wenn man sonntags um 15.30 Uhr zum Kreisliga C-Spiel mit seinen Jungs fährt. Halt echt. Casey? Was ist das für ein Scheiß? Danke. Casey, du, ich das ganz fern, hörst du, Bruder? Tu mit, oh, ich hab ein Gefühl. Ich hab ein Gefühl, jetzt wird's ganz... Hä, seit wann verkauft Gucci in 8XL? Okay, ey, sorry, Bruder, das war ein bisschen hart, Digga. Ganz übel. Leute, im Tackern reicht nicht mehr. Mit Sekundenkleber an Schuh kleben jetzt. Genau. Ey, seid ruhig, Leute, wir müssen kurz beten. Leute, seid bitte ganz kurz ruhig, wir müssen ganz kurz beten, einfach. Okay, Freunde. Es macht keinen Sinn mehr. Oh, jetzt ist es richtig unangenehm. Oh mein Gott, Digga. Ich hab kurz überlegt, ob er so tut, aber es ist einfach fucking unangenehm. Oh. Ich habe kein Wort mal wieder verstanden. Diese Episode ist wirklich gefüllt mit Leuten, die nicht Deutsch rappen. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Ich kenne die Sprache nicht mal. Ich habe auch das Gefühl... Erkenne die Sprache. Neue Challenge. Erkenne die Sprache. Sascha, ich gebe dir alle Rechte in dem Format. Hier. Die sind heute lauter als deren Stimmen. Mehr Negatives möchte ich an der Stelle gar nicht sagen. Am besser Ende ist es. Ich verstanden, dass er mit seinen Cousins kommt. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich einfach mal lieber weiter. Besser ist es, Bruder. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Hab ein Captain auf Eis und ein Ginger. Real Talk ist jetzt der Beste. Bis jetzt der Beste mit Abstand. Mit dickem Abstand, auch wenn das wack ist und der komisch aussieht. Ey, das ist das Beste mit Abstand. Mit Abstand. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Hab ein Captain auf Eis und ein Ginger. Schau mich an, ich bin wieder da. Wieder Phönix aus der Asche, ja. Und auch hier mal wieder in der... Hä, aber bis jetzt der Beste, safe. Folge, das Lyric-Monster am Start, jeden Satz mit Ja beenden und das Album steht... Ja, 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 ja. Ich fand's aber ehrlich gesagt nicht mal so schlecht. Ja, real talk. Nein, ich bin die Ein. Du weißt, ich bin sie, sie bekommen diese weiße Sch... Nein. Nein. Freunde, Rick and Morty, gute Serie. Und jetzt der Synchronsprecher von Morty macht dick Karriere. Freunde, Rick and Morty kennt jeder von euch. Stellt euch Morty vor von Rick and Morty. Aber ehrlich gesagt nicht mal so schlecht. Morty von Rick and Morty. Droppt einen heftigen Beat. Let's go. Bruder, sogar der Kameramann hat gelacht. Achte mal drauf. Sogar der scheiß Kameramann musste lachen. Es ist nicht gut, wenn der Kameramann dich auslacht. Dann musst du sagen, vielleicht lasse ich lieber mit der Rap-Karriere heute. Ich fand's aber ehrlich gesagt nicht mal so schlecht. Du meinst, was meinst du? Ich bin die Ein. Du meinst, ich bin die... Der Kameramann lacht ihn einfach aus. Und welcher Typ... Doch, nee. Das Problem ist, wenn ich bei mir auf den Fußballplatz gehe, sehe ich solche Leute, glaube ich, sogar. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe nur gehört, ich fick deine Mama und da dachte ich so, Bruder.
Ich glaube nicht. Casey? Nee. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Newcomer von den Kandidaten, die wir gerade gesehen haben, eine sehr, sehr große Zukunft in Deutschland vor sich hat. Ja. Nee. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. An, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, übrigens kein Danke für 2 Millionen Abonnenten. Könnt ihr jetzt an der Stelle auf kostenfreier Lehramtbasis ein Abonnement da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Hello everyone, this is Michael with you. The outfit of the day. Ehrenmann, Freunde, Marky Bauer, Ehrenmann. Hello, this is Marky Bauer, Thursday. Freunde, das war das Video, Leute. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? War ich zu fies zu ein oder anderen Leuten? Nicht, dass nachher wieder hier der wütende Cousin anruft. Ich habe tatsächlich schon mal fast eine Anzeige bekommen von Carmen Geis, weil ich in meinem Video nicht ganz so schöne Sachen gesagt habe. Deswegen muss ich vielleicht aufpassen, was ich demnächst sagen werde. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall bei einem weiteren wunderbaren Video. Lasst einen Daumen nach oben da und vergesst auf jeden Fall nicht, einen Kommentar zu schreiben, damit der Algorithmus sagt, hey, Flo ist toll. Ja, Daumen nach oben und Like da lassen, falls ihr das vergessen habt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und würde ich sagen, sehen wir uns. Habt noch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer und ciao.